Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Wir machen weiter mit unserer... Oh, ich weiß gar nicht, welche Runde es ist. Hier jedenfalls hier bei Attila und Total War. Und wir spielen natürlich die Franks. So, ich will jetzt hier gleich einen kleinen Krieg anzetteln. Ich werde mir dazu noch ein paar Söldner einkaufen. Und zwar alle, die ich brauchen kann. So, zack, bumm. Haben wir mal eine richtig fette Söldnerarmee. Und ich bin am Überlegen, ob ich das jetzt spielen soll oder nicht. Aber ich sag's mal so. Warum nicht? Ich werde natürlich erstmal die Söldner verheizen. Dafür habe ich sie eingekauft letzten Endes. Muss nur mal kurz gucken. Das hier ist eine Söldnerspanne. Nahkampfangriff, jawohl. Das ist gut. Nahkampfangriff, Angriffsbonus. Ich sehne mich nach einem Kampf. Jo. Machen wir mal. Krieg erklären. Die will ich nicht mit dabei haben. Wir probieren es. Machen wir es automatisch. Fehlermarge. Okay. Gelände Moa. Ach, ich probiere es einfach selber. Wir werden sehen, was dabei rumkommt. Wir sollten das eigentlich schon packen irgendwie. Effekte trocken, Aufstellung starten, jawohl. Ich habe da gar keinen... Ich ziehe mal alle Söldnertruppen da vorne zusammen. Okay. Nahkämpfer bereit! Hörbahn Äxte! Kriegsbande! Die sollen ruhig mal vorgehen. Wir töten sie alle! Männer Germaniens! Werde ich aber auch gleich mit vornehmen. Sieht ein bisschen nach Chaos aus, aber ja, das Genie beherrscht ja bekanntlichermaßen das Chaos. Ich habe folgenden Plan. Ich möchte hier so einen kleinen Brückenkopf setzen und dann gleich mit der Kavallerie links oder rechts rum, wahrscheinlich hier hinten rum, irgendwie durchbrechen. Ich werde mich mal hier mit denen so aufstellen. Und mit denen hier so an die Kante. Halt, ne. So, genau. Okay, mit denen da gehe ich auch nach vorne. Die dürfen sich dann auch schon mal so langsam in Position bringen. Unser General kommt mit nach vorne. Und unsere Pferde stellen sich hier auch schon mal schön in Reihe und Glied auf. So, jawohl.
Feindliche Unterstützung wurde gesichtet. Feindliche Landeträger! Mitgeschossen, bewaffnete Krieger! Da kommen also noch mehr, das ist gut. Ich kann sie alle gebrauchen. So, dann lauft, ihr Hasen. Säckel. Okay, wir haben hier die Schar-Linie erreicht. Ich werde jetzt auch die hier nachziehen. Mein General werde ich hier runterziehen. Dann werde ich Kriegsbande! Hörbar Äxte! Geschoss, Finger! Feindliche Einheiten sind in die Schlacht zurückgekehrt! Sollen wir hier Aufstellung nehmen? Mein Plan ist soweit aufgegangen. Die Zieht euch zurück! Pause. Und laufen um ihr Leben. Ja, die mussten nur kurz durchhalten, das ist alles. So. Gehen. Bisschen unübersichtlich, finde ich, aber gut, das ist so, kann man nicht ändern. Gruppe 1 mal, das sind die Pferdes. Die sollen gleich mal hier in die Schlacht hüpfen. Ja, komm, flieh halt, ey. Genau, steht und kämpft ihr Memmen. Okay, meine Kampfgruppe 1 ist immer noch intakt. Unsere Männer haben sich neu gruppiert! Mitgeschossen, bewaffnete Krieger! Feindliche Einheiten haben sich zusammengescharrt! Die Krieger wollen Blut! Ja! Adlige!
Spaniens! Brigade ein! Adlige! So. Unsere Männer fliehen vom Schlachtfeld. Die holen wir auch gleich nochmal rüber. Männer Germaniens! Alle Landenträger! Adlige! Okay. Okay, die Kavallerie von ihm haben wir ziemlich... Unsere Männer haben aufgegeben und rennen nun um ihr Leben. Okay, zurückziehen. Ich muss sie nur aufhalten, bis die Verstärkung da ist, letzten Endes. Jetzt sollen wir bitte hier hingehen. Tödliche Geschosse bereit. Die können auch mit eingreifen hier in den Kampf. Werfen! Die Krieger wollen Blut! Männer Germaniens! Adlige! Das ist schon eine große Strike Power, die wir da haben. Geschosse bereit! Rennt, ihr Verfluchten! Zum Kampf bereit! Wo ist der Gent? So, jetzt könnt's dahin gehen. Jawohl. Da schießen jetzt unsere Bogenschützen. Alles klar, diese Küstenlinie gehört uns, würde ich sagen. Das ist ein Mahlstrom, würde ich sagen. Feind verliert an Boden. Denke ich aber auch. Die Männer haben aufgegeben und laufen um ihr Leben. Jawohl. Ist auch okay. Fahrer mir. Oder nee. Den General hier würde ich noch gerne holen. Ja!
Gelobt seien die Götter! Unser Sieg ist in greifbarer Nähe. Okay. Ja, machen wir Gefecht beenden. Routinierter General. Wow, cool. Jo, aber wir haben auch ganz schön aufs Maul gekriegt, kann man nicht anders sagen. Obwohl, naja, geht so. War ja auch keine kleine Armee und die hatte einen definitiv strategischen Vorteil. Ich glaube, auf Dreierfläche hätten wir sie platt gemacht. Coole Sache hier, man kann die Krieger übernehmen. Es wirkt sich bestenfalls schlecht auf die Erfahrung aus, aber ja, mal sehen. So, und jetzt können wir praktisch mit der hier den hier angreifen. Bereit zum Kampf. Ich sehne mich nach einem Kampf. Jetzt hat der hier Autorität. Ja, der kriegt da ein bisschen was. Für den Stamm. Für den Stamm. Ja, sollen die ruhig kämpfen? Nicht möglich. Ich erwarte eure Befehle. Wie läutet eure nächste Befehl? Niemand wird entkommen. Ja, das machen wir jetzt automatisch. Ja! Jo, und da würde ich sagen, gehört uns doch mal die ganze Provinz Frisia. Und das ist doch gar nicht so verkehrt. Und verloren haben wir auch nicht viel. Plündern und besetzen? Nein. Besetzen. Wie lautet euer nächster Befehl? Die Angeln waren mal. So, jetzt gucken wir mal hier. Die fliegen raus, Nee, die nicht. Aber die fliegen alle raus. Ja. Und ich sehne mich nach einem jetzt Kampf. Haben hier sowohl unsere Armee, Tradition, okay, Integrität. Wachstum. Das hört sich sehr gut an. Unser Gen hat hier auch ein bisschen wieder was gewonnen. Nahrung, Munition, Baukosten. Immer so hier, gut verteilt. Krieger! Ich könnte die eigentlich alle mergen. Die lösen wir auf, kosten nur unnötig Geld. Dann soll der hier nämlich gleich mal nach Tullifurdum zurückkehren. Für den Stamm. Gucken wir mal, wie sich das auswirkt. Respektabel. Ehefrau suchen. Ja, mach mal. Genau, hier würde ich gerne das erforschen. Die nächsten 7 Runden lang. Dann können wir die hier aufrüsten. Die ziemlich guten Kerls, würde ich sagen. Jetzt schauen wir mal, was haben wir hier. Ortschaft, okay, müssen wir eben machen. Was haben wir hier? Hofstadt. Zweimal, ne. Brunnen. Ich würde mal sagen, wir machen hier nochmal die Tröge.
bittet um das Privileg, den Heldentaten eines anderen erfahren, aber soll tatsächlich. Ja. Dann lass es auch soweit klar. Okay, Statthalter hat auch was gekriegt, schön. Verstärkung, kommandierende Streitkraft. Okay, die Franken, würde ich sagen, sind nicht zu unterschätzen. Hier tobt ein Kampf ums Überleben, glaube ich. Ihre Heimatstadt wird gerade angegriffen, kann das sein? Ach nee, das sind die Hütten. Ihr geht nicht den geraden und ehrlichen Weg einer römischen Straße. Aha, naja, du, dann halt nicht, ne? Wir müssen uns mal das politische Gemengelage da oben angucken mit den Warenen etc. pp., wie es da oben aussieht. Oh, schön, unehrliche Geburt. Na toll. Jo, also dann werden wir hier mal ein Stadtzentrum generieren. Bio, Bio. Was können wir hier bauen? Brunnen will ich nicht. Kunsthandwerker, germanische Schar. Negativ. Was können wir denn hier alles machen? Und hier ist nochmal, das ist nochmal eine anders geartet, ne? Eigentlich brauchen wir hier zwei Stadtzentren, ja, wenn du dann Spione irgendwann mal machen willst. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt trotzdem mal das Stadtzentrum. Das bringt öffentliche Ordnung und Handel. Das hat schon soweit gepasst. Und hier freie Männer. Aber Moment mal. Bin ich da vorhin drauf gekommen? Okay, freie Männer. Hm. So. Dann haben wir schön Geld ausgegeben. 20 von 20, das ist okay. Mal gehen wir mal Richtung Flevum an die Küste. Ich will jetzt momentan auch eigentlich gar nicht mehr. Das sind die Langobarden. Schauen wir mal. Hier die Alemannen. Ich freue mich, eure Weisen. Was ist das hier? Militärischer Zugang. Ihr ehrt uns, wenn wir fertig gesprochen. Die Thüringer, alles klar. Sehr schön.
Gibt's hier auch. Für den Stamm! Jetzt stabilisieren wir das erstmal ein bisschen. Okay, die haben jetzt auch schon zwei Provinzen. Hier wird geplündert, was das Zeug hält. Ja, auf England gibt es einige Städte, muss ich sagen. Hätte ich so gar nicht erwartet. Aber wir bleiben mal schön mit dem Arsch zu Hause, wenn es draußen so kalt ist. Dann bauen wir hier lieber noch ein bisschen was. Minus 15 Nahrung, machen wir erstmal das hier. Regionale. Oh, cool. Dann müsste ich doch eigentlich... Nee, ach naja, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Eigenschaft erhalten. Sehr schön. Wo ist denn der Fahrermund? Gucken wir mal, ob wir dem noch irgendwie was Gutes tun können hier. Eigentlich müsste ich doch irgendwie... Kann ich die nicht irgendwie verheiraten? Wie wär's denn mit den Langobarden? Haben die vielleicht irgendwie eine... Ihr ehrt uns, wenn wir fertig gesprochen haben. Makromannen? Setzt euch, mein Freund, und lasst uns arrangieren. Den würde es gehen. Und wo sind die? Ich möchte die alle mannen. Willkommen! Wir werden reden und dann speisen, bis uns die Bäuche rumoren und uns die all... Seid gegrüßt, mein Freund. Ich hab... Abgelehnt hat das. Moment, ich probier's jetzt nochmal. Was sind denn die Warenen? Die Warenen... Mögen uns eigentlich auch. Ich freue mich, eure weisen Worte zu hören. Doch ihr habt doch sicher nichts gegen einen Becher Wein. Cool. Burgunder. Die Burgunder will ich nicht. Wer will schon die Burgunder? Setzt euch, mein Freund, und lasst... Die Pikten Makromannen. Sind mit den Alemannen verbrüdert. Willkommen, würdiger Freund. Lasst uns Brot brechen und Bier trinken, ehe uns Worte über die Lippen gehen. Soll ich die mal heiraten hier, die Alte? Sie haben euer Angebot angenommen. Cool. Ja. Was soll ich sagen? Wir werden ja jetzt erstmal hier oben die drei uns noch einverleiben und dann werden wir uns mal nach da drüben konzentrieren oder hier in Frankreich sozusagen uns ausbreiten. Krieger. Momentan ist hier halt echt Winter, ne? Wollen wir nicht groß was machen? Dann machen wir halt einfach weiter.
Ich denke, eine Runde mache ich noch. Dann hat diese Folge auch ihr Ende gefunden. Wir haben schon einiges geschafft. Wir haben schon 3 Regionen einer ganzen Provinz eingenommen. Wir sind fleißigst am Bauen. Na, was ist jetzt los? Hat sich das Spiel aufgehängt? Hm.